Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer. Hallo und herzlich willkommen in der Biathlon-Halbzeit zu den Tagesthemen. Die Nachrichten hat Konstantin Schreiber und den weiteren Sport vom Tage Andreas Keckel. Schönen guten Abend. Hallo. Wie den Menschen in Gaza helfen, wie ihre wachsende Not schnellstmöglich lindern. Da humanitäre Hilfe über die Grenzübergänge nach wie vor kaum zugelassen wird, werden Hilfsgüter derzeit vor allem aus der Luft abgeworfen. Doch das ist teuer, gefährlich und reicht bei weitem nicht aus. Deshalb will es eine Allianz von Ländern, darunter wohl auch Deutschland, zusätzlich mit einer Seebrücke versuchen. Von der Hafenstadt Larnaka auf der Mittelmeerinsel Zypern aus sollen Schiffe das Allernötigste, die etwa 400 Kilometer nach Gaza transportieren. Für eine Fahrt braucht es 2 bis 3 Tage. Noch nicht ganz klar ist, wie die Hilfsgüter dann in Gaza tatsächlich an Land kommen sollen. Die USA planen einen provisorischen Hafen, dessen Bau aber Wochen dauern dürfte. Astrid Halder. Dieses Schiff der Hilfsorganisation Open Arms im Hafen von Larnaka ist das erste, das diesen Seekorridor nutzen soll. Ein Testlauf für den provisorischen Hafen, den die Amerikaner im Gazastreifen planen. Doch dafür gibt es noch viele Hürden. Das kann bis zu 2 Monate dauern. Bis dahin ist es spannend zu sehen, inwieweit das Problem, nämlich die Güter von den Schiffen über andere Schiffe an Land zu bekommen, gelöst werden. Die Hilfe wird in Gaza dringend benötigt. In den Krankenhäusern zum Beispiel fehlt es an Medikamenten und Strom. Besonders dramatisch ist die Situation für Kinder, vor allem die ganz Kleinen. Vor 3 Tagen hat ein Kamerateam dieses Krankenhaus im Norden des Gazastreifens besucht. Eine Mutter erzählt uns. Mein Sohn ist 1 Monat alt und meine Muttermilch reicht nicht. Er leidet an einer schweren Dehydration. Deshalb kamen wir in das Krankenhaus und dort sagten sie mir, seine Nieren seien geschädigt. Besonders kranke Kinder und Frühchen haben schlechte Chancen. UNICEF berichtet von Kindern, die an Unterernährung gestorben sind. Auch hier in der Klinik sei das schon passiert. Manchmal bringen sie uns bereits tote Kinder. Aber auch hier im Krankenhaus haben wir kaum Behandlungsmöglichkeiten, Infusionen oder Kindernahrung. Wir können nichts machen. Bis der provisorische Hafen fertig ist, wird es wohl Wochen dauern. Deshalb fordern viele Länder, Israel solle mehr Hilfsgüter über den Landweg zulassen. Und auch in Israel selbst steht Premierminister Netanyahu zunehmend unter Druck. Tausende Menschen haben heute Abend in Tel Aviv gegen Netanyahu demonstriert. Viele hier kritisieren, er kämpfe nicht genug für eine Freilassung der Geiseln. Netanyahu hat keinen Plan. Er klebt an seinem Amt. Das ist das Einzige, was ihm wichtig ist. Die Situation, so wie wir sie jetzt haben, so kann sie nicht weitergehen. Etwas muss sich ändern. Ich bin hier, um dafür zu kämpfen, dass die Geiseln freigelassen werden. Und auch, weil ich für Neuwahlen bin. Auch der Geiseln, die noch von der Hamas im Gazastreifen gefangen gehalten werden, wurde heute Abend in Israel gedacht. Wann es zu einem Geiselabkommen und einer Feuerpause kommen wird, ist weiter unklar. Die Hoffnungen, dass das noch vor dem demnächst beginnenden Ramadan passiert, haben sich weitgehend zerschlagen. In Deutschland gibt es durchaus Solidarität mit pensionierten Linksterroristen, zu beobachten schon die ganze Woche über, auch heute bei einer Demo in Berlin, dem Ort, wo die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst wurde. Sie war zusammen mit ihren beiden Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub vor mehr als 30 Jahren untergetaucht. Nach den beiden Männern wird noch gefahndet. Gegen Klette ermittelt die Bundesanwaltschaft. Sie wirft ihr Sprengstoffanschläge und versuchten Mord vor. Tja, wie geht das zusammen? Die Gewalt und Brutalität von damals mit der RAF-Romantisierung dieser Tage. Jacqueline Pivon. Sie fordern Freiheit für Daniela Klette. Es sind ein paar hundert Menschen, die am Abend nach Berlin-Kreuzberg gekommen sind, um Solidarität mit den ehemaligen RAF-Mitgliedern zu zeigen. Die Polizei ist mit 450 Einsatzkräften vor Ort. Man will auf alles vorbereitet sein. Das Ziel der Demonstration, Sympathisanten der RAF zu mobilisieren, sagt Extremismusforscher Klaus Schröder. Er beobachtet die Szene seit Jahren.
Hinter dieser Demo steht im Wesentlichen der harte Kern der gewaltbereiten Linksextremisten. Der harte Kern, der dann am 1. Mai und bei anderen Anlässen den schwarzen Block bildet. Sie sind der Meinung, es würde jetzt Hatz und Hetze verursacht. Die Gesellschaft will vom Rechtsextremismus ablenken und konzentriert sich auf ehemalige RAF-Leute, die ja nur das Beste für die Menschheit wollten. Die Szene ist aufgerüttelt seit der Festnahme von Daniela Klette. Am Donnerstag wird sie der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vorgeführt. In ihrer Berliner Wohnung hatten Ermittler zuvor Bargeld, Gold und Waffen sichergestellt. Ihren Komplizen Burkhard Garweg vermuten die Behörden inzwischen im europäischen Ausland. Zu dem zweiten Komplizen, dem Ex-RAF-Mann Ernst Volker Staub, haben die Behörden aktuell keine konkrete Spur. Dass es noch immer RAF-Sympathisanten gibt, sei bedrückend, sagt der Sohn des RAF-Opfers Siegfried Buback. Der Mord 1977 an seinem Vater, dem damaligen Generalbundesanwalt, ist bis heute nicht aufgeklärt. Es ist bitter, dass es solche Morde gegeben hat. Und wir versuchen natürlich als Angehörige auch Distanz zu dem Geschehen zu gewinnen, denn wir haben ja auch nur ein Leben und können uns nicht immer damit befassen. Und wir haben lange genug uns mit dem Mord an meinem Vater beschäftigt. Aber wir nehmen jetzt die Dinge nicht mehr so intensiv wahr. Und wütend sind wir nicht. Bei der Demo in Berlin blieb es, abgesehen von ein bisschen Pyrotechnik, ruhig. Zu gewaltsamen Zwischenfällen kam es laut Polizei bis jetzt nicht. Und weitere Nachrichten vom Tage jetzt mit dir, Konstantin. Bei der Lufthansa steht ein weiterer Streik bevor, diesmal vom Kabinenpersonal. Die Gewerkschaft UFO rief ihre Mitglieder auf, am Dienstag und Mittwoch zu streiken, sowohl bei der Kerngesellschaft Lufthansa als auch bei der Kurzstreckentochter Cityline. Betroffen sind am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt am Main und am Mittwoch alle von München. Die UFO-Mitglieder hatten sich in einer Urabstimmung mit mehr als 96% für den Streik ausgesprochen. Nach dem Nein von Bundeskanzler Scholz zu Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine schaltet sich Großbritannien in die Diskussion ein. Außenminister Cameron zeigte sich in der Süddeutschen Zeitung offen für ein Tauschgeschäft. Deutschland könnte Taurus-Waffen an London liefern. Im Gegenzug gibt die britische Regierung weitere Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow an Kiew ab. Unklar ist, wie die Bundesregierung dazu steht. Der Städte- und Gemeindebund fordert vom Bund Milliardeninvestitionen für den Zivilschutz. Die Bedrohungslage habe sich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine geändert, sagt der Hauptgeschäftsführer Berghegger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Stillgelegte Bunker sollten wieder in Betrieb genommen und moderne Schutzräume gebaut werden. Im Streit über die Steuerbefreiung für Agrardiesel hat der Deutsche Bauernverband eine Kompromisslinie angedeutet. Generalsekretär Krüsken sagte der Welt am Sonntag, man werde nicht darauf bestehen, dass die Vergünstigungen in vollem Umfang bestehen bleiben. Allerdings müssten die Landwirte dann an anderer Stelle entlastet werden. Im Dreiländereck in der Nähe von Zittau blockierten heute deutsche, polnische und tschechische Bauern einen Grenzübergang. Sie protestierten damit gegen die Agrarpolitik der EU und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. In Haiti eskaliert die Gewalt. Bewaffnete Banden haben nach Medienberichten das Regierungsviertel in der Hauptstadt des Karibikstaates gestürmt. In Port-au-Prince griffen sie den Nationalpalast und ein Polizeihauptquartier an. Die Banden wollen die Regierung stürzen. Premierminister Henri ist von einer Auslandsreise bisher offenbar nicht zurückgekehrt. Der Konflikt verschärft die ohnehin angespannte Versorgungslage für die Menschen. Dringend benötigte Lebensmittellieferungen stecken im Hafen der Stadt fest. Nach UN-Angaben leidet fast die Hälfte der 11 Millionen Menschen in Haiti Hunger. So, jetzt geben wir den Ton vor. Eine winzige Sequenz vom Sound der Welt, der uns begleitet. Der manchmal zu laut ist, oft auch angenehm, weil wir ihn selber bestimmen. Und der gelegentlich auch auf die Nerven gehen kann, selbst wenn er nicht in den Ohren hallt. Was jedoch, wenn die Melodie gar nicht zu hören ist und doch ist sie da? Das kann man im Museum für Neue Kunst in Freiburg ab kommenden Freitag erspüren. Ohne Hokuspokus, aber mit viel Illusion und Finesse. Jenny Rieger. Das ist Freiburg. Das unsichtbare oder besser unhörbare Freiburg. Ein Gewirr aus Kabeln. Eine Wolke, eine Cloud.
In ihr eingefangen, die magnetischen Wellen von Büros, Bahnhöfen oder Serverparks, der Klang Freiburgs, den unsere Ohren eigentlich nicht hören können. In dieser Installation ist er unausweichbar. So ein Klang kann ich mich nicht verschließen. Also vom Bild kann ich eher die Augen zumachen, aber so ein Klang ist ja sehr invasiv. Das macht schon immer auch was mit dem Körper. Und das spürt man natürlich auch. Klänge spüren, wie bei diesem Fellball. Das Schnurren dringt in die Ohren. Die Vibrationen erfassen den ganzen Körper. Der Klang wird tastbar. Diese Installationen reagieren mit Lichtsignalen auf Geräusche. Der Klang wird sichtbar. Es ist so, dass wir eigentlich mit Hören zunächst einmal irgendwie immer das Akustische wahrnehmen, verbinden. Und diese Ausstellung zeigt, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss, dass es ja so viele andere Sinne gibt, mit denen wir eben auch noch hören oder beziehungsweise wahrnehmen können. Und die Ausstellung Anders Hören zeigt auch, was geschieht, wenn einer dieser Sinne verloren geht. Seit ihrer Kindheit verschlechtert sich das Gehör der Künstlerin Liza Silvestre und dadurch auch ihre Aussprache. Buchstaben, Silben werden ausradiert, Sprache wird zu reinem Klang. Aber was bleibt, wenn der Klang ganz verschwindet? Drei Dirigenten Seite an Seite, jedoch lautlos, stumm. Und dennoch entsteht eine Vorstellung von Musik, entsteht ein Eindruck. Hier nur gedanklich, hier ganz konkret. Wenn diese Tänzerinnen den Rhythmus und die Dynamik der Musik in Kupferplatten stampfen, dann hat der Klang Spuren hinterlassen, ganz jenseits des Hörens. Gehen wir rüber zum Sport und zuerst zur Fußball-Bundesliga, wo Bayern München eine für den Club gelungene Woche heute traumhaft beendet hat, Andreas. Ja, das kann man genauso sagen. Beim so wichtigen Sieg gegen Lazio Rom unter der Woche war es ja schon wieder ein echt starker Auftritt der Münchner. Heute gegen Mainz aber haben sie nochmal locker einen draufgesetzt, leistungs- und ergebnismäßig. Beim furiosen 8:1 demontierten die Bayern ihren anfangs, man mag es kaum glauben, gar nicht so schlechten Gegner, letztlich nach allen Regeln der Fußballkunst. Dass seine Mannschaft die doch noch beherrscht. Das dürfte Thomas Tuchel hoch erfreut haben, der seinen Spielern gegen Lazio ja bedingungslosen Einsatz vorgelebt und sich beim Tritt gegen die Kabinentür prompt einen Zehenbruch zugezogen hat. Für gut 90 Minuten aber dürfte der Mann heute komplett schmerzfrei gewesen sein, dank dieser bemerkenswerten Bayern-Gala. Ein 8:1 gegen die Schmerzen und ein Lächeln als Botschaft nach Leverkusen. Das ist eine Botschaft an uns und wir müssen weitermachen. Und warum nicht immer so? Ja, das ist die Frage der Saison. Heute bleiben keine Fragen offen. Den Torreigen gegen bemitleidenswerte Mainzer eröffnet Harry Kane in der 13. Spielminute. Wenig später hat der Torjäger mit einem Kopfball an den Pfosten Pech. Doch Leon Goretzka ist zur Stelle 2:0 für die Münchner. Die Gäste dann mit dem Freistoß von Amiri zum Anschlusstreffer. Doch noch vor der Pause schnürt Harry Kane den Doppelpack zum 3:1 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte ist es Thomas Müller mit dem 4. Bayernstreich. Und auch Jamal Musiala darf nicht fehlen. Der Rekordmeister wie im Rausch. Wer will noch mal, wer hat noch nicht das halbe Dutzend durch den eingedrehten Gnabry. Und dann ist wieder Harry Kane an der Reihe. 7:1 durch seinen 3. Treffer. Und damit nicht genug. Am Ende ist es Leon Goretzka mit dem 8:1. Ein schöner Tag im harten Traineralltag. Es ist anspruchsvoll, das weiß man, wenn man unterschreibt und hat sich bestätigt. Und es ist so, aber trotzdem ist es das, was ich gerne mache. Und für das habe ich unterschrieben. Deshalb versuchen wir, das Maximale rauszuholen. Die Saison ist noch nicht vorbei. Für Thomas Tuchel könnte es gerne so weitergehen. Absolut unterhaltsam ging es heute nicht nur in München zu. Beim rheinischen Derby zwischen Gladbach und Köln fielen 6 Tore. Und nach dazu haben beide Mannschaften beim 3:3 so ziemlich jede Gefühlslage durchlebt, die ein Fußballspiel zu bieten hat. Der Schönheitsfehler am Ende, der eine Punkt, der hilft weder der Borussia noch dem FC im Moment so wirklich weiter. Es war ein echtes Spektakel im Borussia Park und für beide Clubs ein Auf und Ab. Los ging's schon in der 7. Minute. Nach Vorarbeit von Kapitän Florian Kainz brachte Farid Alidou den FC in Führung. Doch Gladbach kam nach einer guten halben Stunde zum Ausgleich durch Franck Honorat. 1:1 auch der Pausenstand.
Gladbach dann zuerst besser, aber das Tor machte der FC. Wieder war es Farid Alidou. Sehr emotional, beide Mannschaften wollten gewinnen und die Mannschaft hat alles gegeben, hat leider nicht für 3 Punkte gereicht. Weil bei der Borussia Robin Hack eingewechselt wurde und der kurz danach einen Doppelpack erzielte. Erst erfolgreich per Kopf zum Ausgleich und nur Minuten später traf er wieder mitten hinein ins Kölner Herz und sorgte für Ekstase im Borussia-Park. Ich habe mich gefreut, dass ich reinkomme. Ich wollte Tore schießen, das ist mir heute gelungen, ich konnte der Mannschaft helfen. Ja, und dann glaube ich, nach dem 3-2 sind wir ein bisschen zu offensiv geworden. Und der FC kam doch noch zum verdienten Ausgleich. Das erste Joker-Tor der Kölner in dieser Saison. Damien Downs, der Torschütze. In einem spektakulären Derby trennen sich Gladbach und Köln 3-3. Ein gerechtes Unentschieden, das aber für die Kölner im Abstiegskampf vielleicht zu wenig ist. Ja, wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Leipzig besiegt Darmstadt 2-0. Augsburg gewinnt gegen Heidenheim 1-0. Bremen unterliegt Dortmund 1-2. Gestern bereits der 2-0-Sieg der Stuttgarter gegen Berlin. Morgen dann noch 3 Spiele. Bochum trifft auf Freiburg. Frankfurt hat Hoffenheim zu Gast. Und Leverkusen empfängt Wolfsburg. Die Tabelle. Leverkusen auf Platz 1 vor den Bayern, dahinter Stuttgart und Dortmund. Auf 5 und 6 dann Leipzig bzw. Frankfurt. Gladbach jetzt 12., gefolgt von Wolfsburg, Union Berlin und Bochum. In der Abstiegszone im Moment Köln vor Mainz und Schlusslicht Darmstadt. Deutschlands bester Snowboarderin ist heute Historisches gelungen. Ramona Hofmeister sicherte sich beim Wettbewerb in Winterberg nach dem Gesamtweltcup und dem im Parallel-Riesenslalom auch noch die Disziplinwertung im Slalom. Damit ist Hofmeister die erste Deutsche, die in einer Saison alle 3 Kristallkugeln gewinnen konnte. Erstmals in ihrer Karriere holt Ramona Hofmeister die kleine Kristallkugel im Parallelslalom. Die 27-Jährige hat sich ihren persönlichen Traum erfüllt. Achtelfinale beim Weltcup-Finale in Winterberg. Hofmeister im blauen Kurs muss den Einzug ins Viertelfinale schaffen gegen die Italienerin Dalmasso. Nur dann reichen die Punkte für den Gewinn des Disziplin-Weltcups im Parallelslalom. Hofmeister macht es spannend. Enges Duell bis zum Schluss. Nahezu synchron kamen beide ins Ziel. Nur 1/100 Sekunde ist Hofmeister schneller. Die Bischofswieserin holt auch die letzte verbliebene Kristallkugel. Unglaubliche Saison, eine meiner besten. Und jetzt zum ersten Mal 3 Kugeln zum Gewinner. Es ist richtig stört. Im Viertelfinale scheidet Hofmeister nach diesem Fehler gegen die spätere Siegerin von Winterberg, Ester Ledecka aus Tschechien, aus. Der Gewinn der 3 Kristallkugeln ist ein schöner Trost, denn Hofmeister schreibt Snowboard-Geschichte. Beide kleinen Kristallkugeln in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom und die große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups. Tja, das Snowboard war in diesem Winter jenseits der Berge fast ausschließlich zum Wasserskifahren zu benutzen, Carsten. Wie geht's denn draußen weiter? Eher frühlingshaft. Und ich meine, wir haben Anfang März, da müsste es normalerweise vor allem in den Bergen, in den Mittelgebirgen, aber auch in den Alpen immer noch tief verschneit sein, selbst in tieferen Lagen. Aber hier ein Webcam-Bild aus der Nähe von Oberstdorf. Da herrscht in den Tallagen Frühling. Hinten auf den Bergen dort liegt noch Schnee, viel Schnee in den höheren Lagen. Nur mal als Beispiel Zugspitzplatt. 2400 Meter hoch, das sind die langjährigen Messwerte, Maximum, Minimum und Mittelwert. Und der diesjährige Winter in der Höhe oberhalb von 2000 Metern brachte viel Schnee und aktuell liegen die Werte immer noch höher als die langjährigen Mittelwerte. In den tieferen Lagen, jetzt mal ein anderes Beispiel aus dem bayerischen Allgäu, Hörmoosalpe, 1200 Meter hoch. Dort gibt es so gut wie gar keinen Schnee mehr. Und besser gesagt, es werden negative Rekorde zu dieser Jahreszeit erreicht. Also unten viel zu wenig, oben sehr, sehr viel Schnee. Ohne Schnee geht es auf jeden Fall auch in den nächsten 24 Stunden weiter. Dabei klart es oft auch auf. Das heißt, morgen durchaus auch wieder Sonnenschein am Sonntag. Im Südwesten bleibt es bewölkt und am Nachmittag verdichten sich hier die Wolken und dann fängt es hier auch an zu regnen. Die Temperaturen bei Aufklaren in der Nacht Werte 0 bis 2 Grad. Unter den Wolken im Westen bleibt es milder mit 5 bis 8 Grad. Und auch morgen am Sonntag geht es mit frühlingshaften Temperaturen weiter. Meistens 12 bis 16 Grad am Alpenrand. Bis zu 19 Grad. Die weiteren Aussichten. Der Montag bringt dann Regen, vor allem im Norden unseres Landes. Der Dienstag auch wieder Sonnenschein. Und zwischendurch ein paar dickere Wolken, ein paar Regenschauer. Das Ganze bei viel zu warmen 10 bis 13 Grad. Lieber Carsten, vielen Dank. Ja, und bei uns ist jetzt Schichtende. Das Wort zum Sonntag, das folgt natürlich. Ja, vorher aber geht's noch mal zum Biathlon nach Soldier Hollow zu Michael Antwerpes. Mhm.
Und wenn Sie Informationen und Nachrichten wollen, dann finden Sie die jederzeit natürlich auf tagesschau.de. Wir sind morgen wieder für Sie da und wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. Ciao.